Blumenfreunde stellen sich vielleicht ungefähr so das Paradies vor. Für Insekten ist es hier jedenfalls das Paradies, denn mehr Blumen braucht kein Mensch und eben auch keine Biene. Dabei werden Rosen nur eingeschränkt von Insekten genutzt, nicht jede Sorte taugt dafür. Diese Blüten aber anscheinend schon. Sollte sich hier eine Imkerei ansiedeln, so dürfte sie große Mengen Honig umsetzen. So machen das die Bienen aber unter sich aus. Prinzessin Hildegard von Bayern haben wir diesen Park zu verdanken. Die hat vor über 100 Jahren schon hier den Rosengarten in Zweibrücken anlegen lassen und so können wir noch heute davon profitieren. Wasser spielt eine große Rolle im Landschaftspark und das ist auch verständlich, denn ohne Wasser wächst gar nichts. Hier hat man das Wasser sogar zum Mittelpunkt des Parks gemacht und einen großen Weiher angelegt, wie er in fast jedem Park zu finden ist. In der Mitte gibt es eine kleine Insel, auf der die Federtiere für sich alleine sind. Da kommen die Menschen dann nicht hin. Die Fontäne ist aber von überall zu sehen und sie überstrahlt alles im wörtlichen Sinne. Typisch für eine barocke Stadt. Für Zweibrücken ist Europas Rosengarten ein Aushängeschild. Man kennt die ehemalige Stadt der Herzöge, aber auch durch einen Flughafen, der keiner mehr ist, und ein Mode-Outlet, das Besucher aus ganz Deutschland und französischen Städten anzieht. Die Grenze zu Frankreich ist keine 10 Kilometer weg. Und hier kommt die 100 Kilometer lange Barockstraße vorbei, die sonst hauptsächlich durch das Saarland führt. In der barocken Zeit von 1650 bis 1800 etwa war Zweibrücken eine wichtige Residenzstadt der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken. Der Park ist jung, auch wenn es ihn schon über 100 Jahre lang gibt. Die Natur ist immer neu und auch die Enten, die seit Generationen hier schnattern, bringen immer wieder Nachwuchs zum Schwimmen. Enten sind übrigens auch Gänse. Man liebt sie, weil sie scheinbar harmlos über Wiesen watscheln, aber sie werden auch gejagt wegen ihres Fleisches, das beim Chinesen immer etwas teurer ist als das Huhn oder Schwein. Man fängt sie wegen ihrer Eier oder der Federn. Und man liebt sie in Märchen oder Disney-Filmen. In der keltischen Mythologie findet man oftmals Schwäne, die in Wahrheit verzauberte Menschen sind. Das dürfte auf diesem Weiher nicht passieren. Solche Schwäne gibt es auch in Wagners Lohengrin-Geschichte, wo der Schwan in Wahrheit der verschollene Herzog von Brabant ist. Auf so einem künstlichen Schwan zog auch Bayerns König Ludwig über den See. Er war großer Wagner-Fan und siegelte immer mehr vom Realen ins romantische Fantasieleben über. Ihm hätte es hier wohl gefallen zwischen all den Rosen. Auch Zweibrücken gehörte als Teil der Pfalz lange Jahre zu Bayern. So schließt sich der Kreis, wenn man nur weit genug ausholt. Der Anblick und Duft der Rosengewächse lässt den Besucher romantisch werden. Natürlich gibt es hier nicht nur Rosen. Der Garten hat 2000 verschiedene Sorten. Es gibt aber schätzungsweise nur 200 Rosensorten, also sind noch ganz viele andere Blumen dabei. Insgesamt blicken hier 60.000 Blumen in die Landschaft und wir haben unsere journalistische Sorgfaltspflicht nicht ganz so ernst genommen. Wir haben die 60.000 Blüten nicht nachgezählt. Es dürften auch nicht alle gleichzeitig da sein, denn jede Jahreszeit bringt schließlich ihre eigenen Arten zum Vorschein. Im Gegensatz zu typischen Gartenschauen sind hier wirklich hauptsächlich Blumen zu sehen. Das Jahr bietet aber auch einige Musikveranstaltungen und Gartenworkshops. Mal wird zu Schlager geschunkelt und mal gelernt, wie man Beete gestaltet. Die Macher müssen es wissen, denn es gibt hier unzählige kleine Beete, genauso wie große Wiesen. Um jede Ecke wird man von anderen Blumen angelacht. Ja, so kommt es einem vor. Bunte Blüten haben einfach eine positive Ausstrahlung, als wenn die Natur hier nur am Lachen wäre. Bis zum Herbst jedenfalls, wenn so manches Gewächs in Trauer verfällt. Als Philosoph kann man sich fragen, wie viel Natur steckt eigentlich in einem Garten, der ja von Menschen angelegt wird. Auch wenn der Mensch das dahingesetzt hat. Das, was wächst, ist die Natur. Und wenn man den
Bienen zum Beispiel dabei zuschaut, wie sie von der einen Blume zur anderen Blume fliegen, dann sieht man ja, hier wächst wahre Natur und hier passiert überall furchtbar viel, wenn man sich das mal richtig in Ruhe und von ganz nahem anschaut. Seit jeher werden Rosen in Wildrosen und Kulturrosen unterschieden. Das war schon vor 2000 Jahren so. Schon im alten Griechenland sah man sie als die Königin der Blumen an. Und irgendwie hat sich das bis heute nicht geändert. Macht sie die Form zur Adligen? Ist es der Duft der Rose? Aus ihren Blättern wird Rosenöl gemacht und das wird sogar in der Parfümindustrie verwendet. Vor allem ist die Rose ein Symbol für die Liebe. Vielleicht wird sie deshalb so oft gekauft. Als Zeichen für große Gefühle, die man nicht auszusprechen wagt. Oder als Zeichen für schlechtes Gewissen, das die Blume verschleiern soll. Man sagt es durch die Blume und meistens eben durch die rote Rose. Vielleicht ja, weil sie einfach schön ist, Stil hat, mit ihren Dornen stolz über anderen thront. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Die Freude ist noch heute da, wenn man die Blume sieht. Es wurden unzählige Gedichte geschrieben, nicht nur von Goethe, und zahllose Lieder um die Rose gedichtet. Ob sie als weiße Rose aus Athen kam oder sie als rote Rosen auf die Sängerin regnen sollten, sie bleibt ein Symbol für jugendliche Liebe und Frische. Europas Rosengarten hier in Zweibrücken, ganz in der Nähe vom Landgestüt. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Innenstadt, also eine tolle Lage. Für wen ist der Rosengarten geeignet? Nicht unbedingt in erster Linie für Familien, aber natürlich können die sich auch hier einiges anschauen. Vor allem ist der Rosengarten aber interessant für Leute, die einfach Lust haben, mal viele Blumen zu sehen. Und die können hier in aller Ruhe durchschlendern, können sich am Weiher aufhalten und kriegen ein bisschen was von dem kühlen Nass ab, wenn der Wind am Springbrunnen vorbeikommt. Rosen gibt es also jede Menge zu sehen und vielleicht schauen Sie es mal an.